Ich stelle ihn auch noch mal hier vor. Knut Kortzen ist Redakteur, Kulturredakteur, an sich auch uns ein sehr nahes Genre, bei auch etwas, was wir beim Elevate Festival an sich sehr gerne unterstützen, öffentlich-rechtlichen Medien, beim Bayerischen Rundfunk. Und dein Hintergrund ist aber auch in der Politikwissenschaft, in der Soziologie, Medienwissenschaft. Und du hast jetzt eben, du hast es auch mit, es ist auch draußen auf dem tollen Büchertisch zu erwerben, ein Buch geschrieben, ein Buch, Die Weltverbesserer, mit dem Fragezeichen, wie viel Aktivismus verträgt die Gesellschaft? Und bevor ich jetzt darüber zu viel spreche, kann ich nur eins noch sagen. Ich habe das Buch gelesen. Es ist sehr empfehlenswert, auch weil es eben genau den Blick in die Vergangenheit gibt, um dann geschärft in die Zukunft zu schauen. Und ein Bild muss ich trotzdem da auch schon hervorpicken. Du sprichst über die historische Persönlichkeit, den Kurt Hiller, den vorher wahrscheinlich nicht nur ich nicht kannte und der zu einem aktivistischen Kongress eingeladen hat. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht jetzt auch gleich nochmal beschreiben wirst. Auf jeden Fall habe ich, als ich darüber gehört habe, was dein Buch ist, gedacht, ja, auch Elevate hat ein bisschen so einen Charakter immer wieder gehabt. Und eins wüsste ich jetzt gerne auch von den hier Anwesenden. Wer ist für seine eigene Wahrnehmung, identifiziert sich mit politischem Aktivismus, ist in irgendeiner Form irgendwo beteiligt, also nicht nur mal auf eine Demo gehen, sondern auch wirklich, wo man sagen kann, ich bin Teil einer Bewegung oder ich habe selber mal eine begründet. Darf ich ganz kurz so einen Eindruck vom Publikum haben? So ist ja auch ein bisschen ein aktivistischer Kongress. Ja, wahrscheinlich, doch auch. Aber mehr dazu einfach jetzt mal in deiner Keynote. Und danach gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, auch vom Publikum Fragen an den Knut zu stellen. Und ich freue mich auf deine Keynote. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Irina, für die freundliche Einführung. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was hat es mit den Aktivisten in Wirklichkeit auf sich? Diese Frage stellt ein kluger Mensch nicht etwa in unseren Tagen. Dabei passt diese Frage perfekt in unsere Zeit, in die Zeit, in der Bauern sich Agraraktivisten rufen, Sozialarbeiter neuerdings Armutsaktivisten sind, die Zeit, in der Fotografinnen sich als visuelle Aktivistinnen sehen, Schriftsteller sich als Sprachaktivisten verstehen, Erinnerungsaktivisten Denkmäler vom Sockel stürzen, eine Handwerkerin auf Instagram als Möbelaktivistin figuriert und der Satiriker Max Gold soeben sich in der Titanic über den Fat Activism einer Mehrgewichtsaktivistin mokiert. Von der Vergnügungsaktivistin, die für einen freieren Umgang mit Selbstbefriedigung plädiert, über den introvertierten oder auch den hedonistischen Aktivisten bis hin zu den Artivisten eines Kunstkollektivs wie Taring Padi, Motto Art, Activism, Rock'n'Roll, die zusammen mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten die Documenta des vergangenen Jahres zu einer Aktivista haben werden lassen. Es gibt sie Sonderzahl, die Aktivistinnen und Aktivisten. Im Frühjahrsprogramm eines österreichischen Kleinverlags, das habe ich kürzlich noch entdeckt, stellt sich ein Poetry Slammer voller Stolz als Literaturzeitschriftenaktivist vor. Und selbst in diplomatische Kreise hat der Aktivismus schon Einzug gehalten. Dabei denke ich jetzt weniger, woran Sie denken, zumindest wenn man aus Deutschland kommt, denkt man dann an den ehemaligen ukrainischen Botschafter in Berlin, an Andrei Melnyk, der auch gewisse aktivistische Züge sich durchaus zuschreiben lassen könnte. Ich denke dabei eher an Jennifer Morgan, die ehemalige Greenpeace-Chefin und Aktivistin, die jetzt Staatssekretärin im Auswärtigen Amt ist und die sich kürzlich in einem Interview mit der Taz als diplomatische Aktivistin vorgestellt hat. Keine Frage, wir leben im Zeitalter des flächendeckenden Aktivismus und wehe, man meldet leise Kritik an dessen Methoden und Taktiken an. Der Fernsehmeteorologe Östin Terli, auch ein Aktivist, twitterte dieser Tage erst wutentbrannt, die Kritiker der Klimaaktivisten seien selbst Zerstörungsaktivisten. Was hat es mit den Aktivisten in Wirklichkeit auf sich? Diese Frage stammt aus der Feder Viktor Klemperers. Er formulierte sie in seinem Tagebuch im Februar 1949. Viktor Klemperer, das wissen Sie, der jüdische
Romanist aus Dresden, der den Terror des Nationalsozialismus mit viel Glück überlebt hatte und der nun nach Kriegsende in der DDR lebte, hatte ein äußerst feines Sprachempfinden. Wäre das Wort durch heutige Umschreibaktivisten nicht so schlecht beleumundet, könnte man ihn glatt einen Sensitivity-Reader nennen. Jedenfalls hatte dieser Klemperer 1947 ein Buch über die Verformung der deutschen Sprache in der Zeit des Faschismus veröffentlicht, das sehr bald ein Klassiker werden sollte. LTI, Notizbuch eines Philologen. LTI, das stand für Lingua Tertii Imperii, Sprache des Dritten Reiches. Und in diesem Dritten Reich war der Aktivismus in Wort und Tat recht prominent vertreten, in Gestalt der Schergen des NS-Regimes und seiner höchsten Repräsentanten. Es ist kein Zufall, dass der deutsche Propagandaminister Josef Goebbels 1933 sogleich eine sogenannte Zentralstelle für geistigen Aktivismus installierte. Die Nazis verstanden sich auch nach ihrer Machtergreifung noch als Aktivisten. In Österreich notierte Robert Musil seinerzeit im März 1933 in seinem Tagebuch: Wer abseits bleibt, den erfüllt namentlich der Aktivismus mit Besorgnis, nein, mit Verzweiflung über Deutschlands Zukunft. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass er nur Agitationsmittel sei. Er ist ein Hauptglaubensstück. Kurzum, Aktivisten kannte man schon aus der Zeit der braunen Diktatur damals im Jahr 1949, als Klemperer in der Morgendämmerung der roten Diktatur des Realsozialismus in der DDR also diesem Wort Aktivist zu seinem großen Erstaunen wieder begegnete. Wie konnte das sein? War der Begriff nicht kontaminiert und für immer in die Giftkammer der Geschichte verbannt dadurch, dass die Nazis sich mit ihm geschmückt hatten? Keinesfalls. In der Sprache der DDR, die Klemperer LQI, Lingua Quarti Imperii, taufte, in der Sprache dieses von Klemperer sogenannten Vierten Reiches trat der Aktivismus erst so richtig seinen Siegeszug an. Die Älteren unter Ihnen werden es noch wissen, wer in der DDR lebte und einer geregelten Arbeit nachging, wurde irgendwann zwangsläufig fast Aktivist. Denn Aktivist war in der DDR ein Ehrentitel der staatstreuen Arbeitsfrömmigkeit. Nur wenige können heute noch all seine verschiedenen Erscheinungsformen herunterbeten. Vom hervorragenden Jungaktivisten über den verdienten Aktivisten bis hin zum Aktivisten des 2-, 5- und 7-Jahresplans war einiges geboten. Medaillen wurden verliehen, Miniaturspangen ans Revers geheftet. Werktätige, die Norm und Plan soll übererfüllten, befanden sich als konkurrierende Leistungsträger im permanenten, wirklich sogenannten Aktivistenwettbewerb. Der bundesrepublikanische Kapitalismus will einem angesichts dessen fast wie das Schieben einer ruhigen Kugel vorkommen. Wer im statistischen Jahrbuch der DDR stöbert, staunt nicht schlecht. Gab es 1960 noch 96.941 Aktivistinnen und Aktivisten der sozialistischen Arbeit, waren es ein Jahrzehnt später bereits beachtliche 168.829 und 1980 gar deren 304.655. Das große Lexikon des DDR-Alltags gießt ein wenig Wasser in den Wein. Unter dem Lemma Aktivist liest man: Mitunter wurde der Titel nicht immer nur dem zuerkannt, der tatsächlich Leistung erbracht hat, sondern dem, der die beste Darstellung seiner Leistung abliefern konnte. Wie dem auch sei, so viele Aktivisten wie die Deutsche Demokratische Republik dürfte kein Land der Welt je wieder vorweisen können. Ein Paradies des Aktivismus. Das muss auch der in den Vereinigten Staaten zeitweise inhaftierten afroamerikanischen Aktivistin Angela Davis stark imponiert haben. Gerade in der DDR war die Solidaritätswelle für sie besonders groß gewesen, und als sie 1972 aufgrund des weltweiten Protests gegen ihre unrechtmäßige Festnahme das Gefängnis in den USA wieder verlassen konnte, reiste sie zum Dank und wohl auch einigermaßen blind für die politischen Verhältnisse in der DDR sogleich in jenen Staat,
der die Postkartenaktion 1 Million Rosen für Angela Davis initiiert hatte. 1973 kam sie gleich nochmal nach Ost-Berlin, um an der Seite von Erich Honecker den Massen von der Tribüne aus zuzuwinken. Ob die Black Power-Aktivistin wusste, dass der Aktivismus in der DDR sogar staatlich zertifiziert wurde? Im Aktivistenausweis ließ sich vorne Wilhelm Pieck als Präsident der DDR mit den weihevollen Worten zitieren: Unsere Aktivisten an der Spitze aller schaffenden Menschen stellen jene Millionen dar, die in unserer Republik begonnen haben, selbstständig Geschichte zu machen, die begonnen haben, die großen Potenzen zur Entfaltung zu bringen, die nach den Worten Stalins unser deutsches Volk befähigen, in fester Freundschaft mit den sowjetischen Völkern große Aktionen von Weltbedeutung zu vollbringen. Schwer überbietbarer rhetorischer Bombast. Aber was sagt man nicht alles bei einem Festakt zum Tag des Aktivisten? Denn einen solchen Tag des Aktivisten gab es naturgemäß auch in der DDR. Er fiel auf den 13. Oktober. Hatte doch am 13. Oktober 1948 ein Hauer namens Adolf Hennecke eine bahnbrechende Tat vollbracht. Der Bergmann war in den Karl-Liebknecht-Schacht des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers eingefahren und hatte gebohrt, was das Zeug hielt. Am Ende befanden sich auf seiner Lore statt der sonst üblichen 6,3 Kubikmeter außergewöhnliche 24,4 Kubikmeter. Kohle, wohlgemerkt. Anti-Kohle-Aktivisten im Tagebau heutiger Stein- oder Braunkohlereviere mag das befremdlich erscheinen, dass Kohlekumpel früher mal Aktivisten waren, aber damals war eben Aktivist und verdiente sich Sonderprämien, wer die meiste Kohle abbaute. Viktor Klemperer war jenem vorbildlichen Adolf Hennecke noch selbst begegnet. In seinem Tagebuch schreibt Klemperer über den Uraktivisten der DDR: Stattlicher Mann mit gut geschnittenem, energischem Kopf könnte ebenso gut hoher SS-Offizier sein. Ich erinnere mich, wie vor einiger Zeit in Bitterfeld auf ihn gescholten, wie erzählt wurde, dass man im Kino pfeife, wenn er auf der Leinwand erscheine. Eine Menge von Arbeitern halte ihn für einen Ausbeuter und Todhetzer der unterernährten Arbeiter. So viel zum Stand des Aktivismus 1949 fortfolgende in der DDR. Was hat es mit den Aktivisten in Wirklichkeit auf sich? Ich erzähle Ihnen von dieser etwas in Vergessenheit geratenen Geschichte nicht, um den heutigen Aktivismus zu delegitimieren oder gar zu diffamieren. Ich erzähle Ihnen deshalb davon, weil der Aktivismus unserer Gegenwart gerade heute, da er auf seinem Allzeithoch angekommen ist, da die aktivistische Kirche in ihrem Zenit steht, Lehren aus der Vergangenheit ziehen sollte. Und da ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass demokratisch organisierte Gesellschaften wie unsere in Gefahr geraten können, wenn in ihnen der Aktivismus Überhand nimmt, wenn er auf einmal omnipräsent ist. Entgegen der gängigen Lesart, nämlich der zufolge Aktivisten stets unser Bestes wollen und also im progressiven Spektrum zu verorten sind, ist der Aktivismus politisch ein höchst unsicherer Kantonist. Er kann links wie rechts, beziehungsweise er kann natürlich auch reaktionär. Martin Sellner, der rechtsextreme Anführer der identitären Bewegung hierzulande, ist selbstredend auch ein Aktivist. So wie Neonazis in Deutschland sich seit jeher als Aktivisten begreifen. Mit anderen Worten, der Aktivismus ist so links wie rechts offen. Deshalb wäre es fatal, ja naiv, den Aktivismus per se gut zu heißen. Das hat der dezidiert linke Philosoph Georg Lukács schon 1934 erkannt. Lukács schrieb damals, dass der Aktivismus zwar als Opposition von einem verworrenen, anarchistisch-bohemhaften Standpunkt aus natürlich eine mehr oder weniger energische Tendenz gegen rechts hat. Viele seiner Vertreter seien politisch mehr oder weniger links eingestellt gewesen. Aber, und nun kommt das für Lukács Entscheidende, die Bewegung ist seiner Meinung nach anschlussfähig in beide Richtungen. Gerade an den zu seiner Zeit virulenten aktivistischen Strömungen macht Lukács fest, dass hier die Fäden deutlich werden, die sich ideologisch von einer bestimmten extrem links eingestellten Intelligenz zum Faschismus ziehen.
War Lukács etwa ein früher Vertreter dessen, was wir heute Hufeisentheorie nennen? In der Tat muss man an unsere Gegenwart denken, wenn er über den romantischen Antikapitalismus der aktivistischen Bewegung damals schreibt. Ich zitiere: Eine Kritik des Kapitalismus, zusammengebraut aus Abfällen des romantischen Antikapitalismus, kann dabei sehr leicht in eine Kritik der westlichen Demokratien umgebogen werden. Zitat Ende. Georg Lukács hatte seine Gründe, warum er als Linker den Aktivisten gegenüber so skeptisch auftrat. Dafür müssen wir noch etwas weiter in die Geschichte zurückgehen, ins Jahr 1919. 1919 fand in Berlin der erste und vorläufig auch letzte gesamtdeutsche Aktivistenkongress statt. Gesamtdeutsch deshalb, weil auch österreichische Aktivisten dazu hätten anreisen sollen. Leute wie der Wiener Aktivist Robert Müller, Gründer einer aktivistischen Geheimgesellschaft namens Katakombe, was dann aber nicht geschah, die Züge fuhren angeblich nicht. Wer war auf diesem Aktivistenkongress in Berlin 1919 versammelt? Man muss sagen, ein trauriger Haufen von ungefähr 150 Menschen, einige Frauenrechtlerinnen unter ihnen, frühe Feministinnen wie Helene Stöcker, ein homosexuellen Aktivist wie Magnus Hirschfeld, vor allem aber Friedensaktivisten, also Pazifisten, die aus der Menschheitskatastrophe des Ersten Weltkriegs kamen. Das Interessanteste an diesem gesamtdeutschen Aktivistenkongress in Berlin seinerzeit ist sein Schlusskommuniqué. Der verabschiedete vorläufige Dogmenkatalog des Aktivismus, so hieß er, ist ein eindrucksvolles Dokument antidemokratischen Denkens. Unter Punkt 4 der Schlusserklärung des gesamtdeutschen Aktivistenkongresses findet sich dieser Passus. Das demokratisch-parlamentarische System lehnen wir ab. Die politische Gleichberechtigung jedes mit jedem ist ein Axiom, das nur dazu dient, die Umwandlung der bestehenden Gesellschaftsordnung in eine vernünftige hinauszuzögern. Das sind bemerkenswerte Sätze, die man heute in abgewandelter Form auch von Klimaaktivisten hört. Luisa Neubauer setzt öffentlich Demokratie und Zeit in Opposition zueinander, sagt, der Klimanotstand lasse uns schlicht nicht die Zeit, im parlamentarisch-demokratischen Prozess Maßnahmen zur Verhinderung der Klimakatastrophe zu beschließen. Die nicht minder apokalyptisch gestimmte letzte Generation fordert in Deutschland Notfallsitzungen, ich glaube, es ist in Österreich nicht anders, sowie einen Gesellschaftsrat und Losverfahren, um von den Aktivisten favorisierte Entscheidungen zu beschleunigen. Schließlich skandieren sie auf Demonstrationen gern System Change, not Climate Change. Systemwechsel wohin? Welches System genau wird angestrebt? Die Auskünfte bleiben meist diffus. Meist läuft es auf eine Ablehnung des bestehenden wirtschaftlichen Systems hinaus, auf Kritik am fossilen Kapitalismus. Was ist das anderes als, um auf Georg Lukács zurückzukommen, romantischer Antikapitalismus? Romantischer Antikapitalismus wird auch heute in eine Kritik der westlichen Demokratien umgebogen. Es ist heute so wie damals. Ein weiteres Wesensmerkmal des Aktivismus von seinen Anfängen an ist sein quasi religiöser Zug. Aktivisten missionieren gern und sie verwechseln auch gern Kanzel und Katheder. Wenn ich an jene Naturwissenschaftler denke, die lieber predigen als lehren und sich als Scientists for Future beschreiben. Als Greta Thunberg, die einstige heilige Johanna der Schulhöfe, die junge Schwedin, die seit jeher ein erlöserinnenhafter Nimbus umgibt, Anfang dieses Jahres zum zweiten Mal den Weiler Lützerath besuchte, schrieb die Süddeutsche Zeitung, Greta Thunberg hätte bereits bei ihrem ersten Besuch im mittlerweile fast sakralen Ort Lützerath im September 2021 denselben geweiht. Erinnern wir uns noch an Robert Musils Worte: Der Aktivismus ist nicht allein ein Agitationsmittel, er ist ein Hauptglaubensstück. Das Thema hat Musil allem Anschein nach nicht losgelassen, sonst hätte er es kaum im Schlusskapitel seines unvollendeten Romans Der Mann ohne Eigenschaften noch einmal aufgegriffen. Über den Typus des Aktivisten steht dort bezeichnenderweise, der sei in seiner ungeduldigen Handlungsweise auch eine Art Gottesträumer.
Es ist kein Zufall, dass die evangelische Kirche, eine Aktivistin der letzten Generation, auf ihrer letzten Synode in Magdeburg sprechen ließ und ihr ausgiebig applaudierte anschließend. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass sich am Münchner Stachus ein Jesuitenpater mit einer Warnweste bekleidet am Asphalt festklebte und so der Straßenblockade sich anschloss. Das alles illustriert nur, wes Geistes Kind die Aktivisten sind, um es mit einem Wort aus dem Lukas-Evangelium zu sagen. Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Es unterlief Kurt Hiller, einem der ersten deutschen Aktivisten, der damals auch diesen gesamtdeutschen Aktivistenkongress einberufen hatte, eben nicht nur einfach so, dass er, Kurt Hiller, Jesus 1919 als den großen Aktiven von Nazareth feierte. Philipp Ruch von dem allseits bekannten Zentrum für politische Schönheit schrieb kürzlich in der Taz, Carla Hinrichs und Luisa Neubauer seien, Zitat, keine protestantischen Sektenanführerinnen. Wirklich nicht? Oft fühlte man sich in jüngster Zeit an die Offenbarung des Johannes erinnert. Bei den Aktivisten, wenn sie den kurz bevorstehenden Untergang der Welt als Menetekel an die Wand malten, beziehungsweise wenn sie in Museen gingen, um an berühmte Gemälde Hand anzulegen oder diese gleich mit Erbsen- oder Tomatensuppe sowie Kartoffelbrei bewarfen. Auch dazu gibt es eine aufschlussreiche historische Parallele. Ich meine nicht die sogenannten Schüttbilder, diese Farbspritzereien des Wiener Aktionismus unter Beimengung von Blut, Eingeweiden und Milch, obwohl ich gerade beim Ölbespritzen von Gustav Klimts Gemälde Tod und Leben in der Leopoldina von Mitgliedern der Last Generation Österreichs dachte, das Vorbild für diese Aktion könnten bewusst oder unbewusst auch jene Schüttbilder von Hermann Nitsch sein. Nein, die eigentliche historische Parallele zu diesen Attacken auf Gemälde, die ja in der Regel absolut harmlos verlaufen sind, findet sich im Jahr 1914 in Großbritannien. 5 Monate lang gingen damals Frauen wie Mary Richardson und andere Suffragetten, die für die Durchsetzung des Frauenwahlrechts kämpften, in London in Museen und Galerien. Sie hatten allerdings damals kein Just Stop Oil Transparent und auch keinen Sekundenkleber dabei, sondern sie führten kleine Hackebeilchen und Hämmerchen in ihren Handtaschen mit sich. Mit diesen kleinen Mini-Äxten schlitzten sie berühmte Gemälde auf, malträtierten Gemälde wie etwa Diego Velázquez, Venus vor dem Spiegel in der National Gallery, aber auch ein Porträt von John Singer Sargent und andere Bilder. Das ging 5 Monate lang so. Ihre Motivation war natürlich die Verzweiflung darüber, dass alle ihre Protestformen bisher nicht gefruchtet hatten. Diese neuen Protestformen taten es allerdings ebenso wenig. Denn was geschah? Die Medien berichteten über die Gemäldeattacken, bei denen tatsächlich die schutzglaslosen Bilder und nicht nur deren Rahmen teilweise schwer beschädigt worden waren. Die Times und andere Zeitungen zeigten sich entsetzt angesichts der furiengleichen, Zitat, Hysterikerinnen, die da Kunst attackierten, um ihr Wahlrecht zu erlangen. Man nannte ihre Angriffe auf die Kunst mörderisch. Über mangelnde Aufmerksamkeit oder zu wenig Sichtbarkeit ihrer Aktionen konnten sich die Aktivistinnen nun wahrlich nicht beklagen. So wenig wie ihre mit Naturalien bewährten Nachfahren der letzten Generation, deren in Videos dokumentierte Tomatensuppenwürfe zig millionenfach im Netz geteilt und geliked worden sind. Ihrem Ziel, dem Durchsetzen ihrer Anliegen, sind die Londoner Aktivistinnen dadurch keinen Schritt näher gekommen. Im Gegenteil. Leute, die bisher sympathisiert hatten mit den Aktivistinnen, mit den Suffragetten, wandten sich nun entrüstet von ihnen ab. Man hatte selbst die verloren, die man gar nicht mehr für sich hätte gewinnen müssen. Der Protest war kontraproduktiv. Kommt Ihnen das in irgendeiner Form vielleicht bekannt vor? Womit ich bei einem weiteren Punkt bin, dem Stichwort Disruption. Von einer größeren Öffentlichkeit eher unbeachtet, formulierte Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, vor kurzem in einer seiner Reden einen bemerkenswerten Satz. We need disruption to end the destruction. Wir benötigen Disruption, also Unterbrechung, Störung, um die Destruktion, die allgegenwärtige Umweltzerstörung, zu beenden. So ließ sich der 73-Jährige vernehmen. Ein Satz, den es deshalb zu notieren lohnt, weil er sich in vollkommener Übereinstimmung mit dem Vorgehen der Klimaaktivisten von der letzten Generation befindet. Deren Motto lautet nicht umsonst, den Alltag unterbrechen. Damit ist zum Beispiel der Verkehr gemeint, dessen Fluss man durch Sitzblockaden und das sich Festkleben an den Asphalt unterbricht, zur Empörung
nicht weniger Autofahrer. Man kann aber auch, wie die letzten Tage zeigen, Gerichtsverhandlungen unterbrechen, sich an einem Tisch kleben und daraufhin mitsamt dem Tisch des Saales verwiesen werden, wie in Berlin unlängst geschehen. Zu diesem Vorgehen sehen sich Aktivistinnen wie zum Beispiel Lina Jonsen genötigt. Alle anderen Formen des Widerstands gegen den von ihnen sogenannten fossilen Wahnsinn hätten versagt, so die 1998 geborene Studentin. Sie sagt, wir drehen ja zum Beispiel Ölpipelines ab, wir demonstrieren vor den Regierungsgebäuden. So ein Protest wird ignoriert. Wir können nicht mehr ignorierbar sein und wir sind nur dann nicht mehr ignorierbar, wenn wir größtmögliche Störungen im öffentlichen Raum, also in der Gesellschaft, hervorrufen. Störung ist nichts anderes als Disruption, ein Begriff, dem man eine außergewöhnliche Karriere seit seinem Aufkommen in den 1990er Jahren attestieren darf. Denn ursprünglich war er das Mantra der Neoliberalen, gleichsam die berühmte schöpferische Zerstörung Josef Schumpeters 2.0. Disruption? Das riefen sie doch im Silicon Valley und machten sich daran, Kommunikationstechnologien zu erfinden, die uns in unserem Alltag permanent unterbrechen. Jürgen Habermas hat unlängst mit Blick auf den von Twitter und anderen Plattformen ausgelösten neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit viel zu vorsichtig meines Erachtens gemutmaßt, diese Plattformen hätten, Zitat, möglicherweise disruptive Auswirkungen für die politische Öffentlichkeit. De facto sind diese Auswirkungen immens. Und man muss dabei gar nicht nur auf die Politik schauen, zu deren Alltag es heute gehört, mehr oder weniger gerechtfertigte Entrüstungsstürme in den sozialen Netzwerken abzuwettern. Diese Erfahrungen machen doch viele von uns. Wessen Arbeitsalltag durch diese ständigen Störungs- und Ablenkungsmanöver unterbrochen wird, kann selbst beurteilen, ob sie produktiv sind oder ob sie nicht doch einfach nur nerven. Heute werden wir durch Push-Meldungen auf den Smartphones, durch Teams, Chats und Zoom-Calls permanent aus unserem Tun herausgerissen. Strategieberater versuchen uns Überforderten ein Denken zu verkaufen, das der Zukunft gewachsen ist und nennen es Disruptive Thinking. Auch vom Disruptive Living war schon zu lesen. Da erscheint es fraglich, ob ein Aktivismus funktioniert, der das Dogma des modernen Kapitalismus kurzerhand kopiert, indem auch er nur noch unseren an Unterbrechungen nicht gerade armen Alltag zu unterbrechen sucht. Natürlich muss auch der Aktivismus den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie folgen, aber eine seiner Aporien dürfte genau darin bestehen, dass es ihm mutmaßlich nicht gelingen wird, den Wandel in der Wirtschaft und im allgemeinen Bewusstsein einzuleiten, indem er den eingeübten Verfahrensmustern eben dieser Wirtschaft, namentlich der Tech-Giganten, folgt. An der Spitze von Twitter, der Hauptbühne des Aktivismus nach wie vor, sitzt in Gestalt von Elon Musk seit einigen Monaten selbst ein Aktivist. Freilich ein Far-Right-Aktivist, ein Rechtsaußen-Aktivist, wie das amerikanische Magazin The Atlantic zurechtschrieb. Außerdem darf man Musk getrost dem Typus des aktivistischen Investors zurechnen, der auf dem Börsenparkett in den vergangenen Jahren eine immer wichtigere Rolle spielt. Aber das nur am Rande. Der Soziologe Hartmut Rosa hat kürzlich bezweifelt, ob es zielführend ist, dass die Jugendlichen, die auf der Straße kleben, Disruption um der Disruption wollten. Sie sind als Millennials Kinder ihrer Zeit. Es geht nicht darum, sich über sie zu erheben. Aber es spricht einiges dafür, dass es so einfach nicht ist, wie Antonio Guterres sagte. We need disruption to end the destruction. Die Aktivisten der britischen Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion scheinen bereits die Ausweglosigkeit der Protestlage erkannt zu haben. Zum Jahreswechsel 2022/23 gaben sie bekannt, dass sie bei aller Feier der Kraft der Disruption vorerst von disruptiven Taktiken Abstand nehmen würden. We quit. Das heißt, keine Straßenblockaden mehr, keine Gemäldeattacken mit Erbsen- oder Tomatensuppe mehr, auch keine Farbspritzereien mehr auf die Fassaden von Unternehmenssitzen. Stattdessen ist eine Demonstration am 21. April in London das Ziel mit über 100.000 Teilnehmern. Man wird sehen, ob auch bei der letzten Generation ein Umdenken einsetzt. Sie rekrutiert sich ja zu nicht unwesentlichen Teilen aus ehemaligen Mitgliedern von Extinction Rebellion. Im vergangenen Sommer setzte Stefanie Sargnagel, die österreichische Schriftstellerin, einen Tweet ab, den sie kurz danach wieder löschte. Aufgrund eines aufziehenden Entrüstungssturms, ein schlechtes Zeichen, denn sie zeigt
Denn diese Maßnahme des Löschen zeigt, dass der Aktivismus, so gern er selbst Kritik an anderen übt, seinerseits nicht gerade sehr kritikfähig ist. Was hatte Stefanie Sargnagel getwittert? Ich darf das zitieren. Lese so Instagram-Aktivismus-Aufforderungen von so Ärztekindern, Waldorfschülerinnen wie diversifiziere, wem du followst und ich will mich einfach nur erschießen. Dieses oberflächliche, selbstgefällige, passiv-aggressive, erzieherische Aktivismusverständnis ist einfach zu abgehoben. Ich musste an diesen rasch wieder gelöschten Tweet denken, als ich vor einigen Tagen einen Insta-Post der Verkehrswende-Aktivistin Katja Diehl sah, die ihrerseits gerade einen Shitstorm zu überstehen hatte. Auf dem Selfie sieht man eine nachdenkliche Person, Katja Diehl, und dazu den Satz: Hab's satt, stark sein zu müssen, Shitstorms zu durchstehen, wo ich doch einfach die Welt verbessern will. Der hohen Rede Weltverbesserer sind die Aktivisten schon vor über 100 Jahren begegnet. Mein Buch, das muss ich wirklich bei jedem Mal noch betonen und mache es auch gerne, weil es sonst gerne einen falschen Hals gerät, ist kein antiaktivistisches. Ich bin auch weit davon entfernt, dem Passivismus oder Attentismus oder Inaktivismus das Wort zu reden. Ich finde viele Ziele, für die gekämpft wird, in vielen Fällen sehr erstrebens- und sehr unterstützenswert. Ich will nur problematisieren, dass wir mutmaßlich auch nicht weiterkommen, wenn wir uns demnächst dann alle als Aktivisten verstehen und gegeneinander ins Feld ziehen. Wir sind alle Aktivisten, hat kürzlich ein Scientist for Future getwittert. Das hat der Kapitalismus doch schon längst erkannt und den Aktivismus, so schick und trendy er ist, kurzerhand inkorporiert. In der Werbung etwa spannt er ihn für seine Zwecke ein, weil mit der Unterstützung aktivistischer Ziele ein Ansehensgewinn einhergeht, der sich moralisch wie pekuniär auszahlt. Machen sich Unternehmen vermehrt deren Sache zu eigen. Inklusiv ist das neue exklusiv. Ein Beispiel nur: Für seine Frühjahrskampagne 2022 engagierte Zalando, nun wahrlich kein Konzern, hinter dem man sich unbedingt stellen möchte, lauter Aktivistinnen und Aktivisten aus der LGBTQI+ und Body Positivity Bewegung. Das gibt natürlich dem Aktivismus auch einen Schub nach vorn, weil es seine Sichtbarkeit steigert. Und welche Währung zählte heute mehr als die berühmte Visibilität? Aber es zeigt eben auch, dass der Aktivismus längst den Status der Vermarktbarkeit, ja der Warenförmigkeit erlangt hat. Das birgt eben meines Erachtens auch die Gefahr, dass der Aktivismus einem, wenn er uns in einer solchen großen Vielzahl von Aktivismen begegnet, auch zunehmend egaler wird. Der Aktivist ist selbst ein Freund des erhitzten Gemüts. Ich bin leider vom Temperament her ein eher gemäßigter Charakter, ein Moderantist, würde der Uraktivist Kurt Hiller vielleicht sagen. Und um nicht missverstanden zu werden, sei es nochmal betont, wir leben hier in Europa, in der Demokratie. Hierzulande ist Aktivismus nichts Lebensbedrohliches, eher ein Luxus. Den Aktivistinnen und Aktivisten in Diktaturen, ob im Iran oder in Russland, gilt meine ganze Hochachtung. Denn die setzen wirklich ihr Leben ein für die Freiheit. Lassen Sie mich schließen mit einem Blick zurück in das Jahr 1919 und zum erwähnten Kurt Hiller. Der Weg bleibt wohl oder übel das Ziel, so resümiert er nach Ende seines gesamtdeutschen Aktivistenkongresses 1919. In ein, zwei Jahren werden wir weiter sein, sprach er sich selber Mut zu. Es war aber auch schwierig, all diese Individuen unter einen Hut zu bringen. Diese im Endziel gleichen und im Rhythmus ähnlichen, mögen sie über Mittel und Wege denken, so verschieden sie wollen, mussten doch irgendwie in einem großzügigen und aktiven Zusammenschluss zu vereinen sein. Ach, wann kommt der Messias des Abendlandes, der diesen Zusammenschluss fügt, stöhnte Kurt Hiller vernehmlich auf. Es ist ein Kreuz mit dieser Liga rhythmusverwandter Eigenbrötler, denn Aktivismus, das ist doch der Rhythmus, wo jeder mit muss. Vielen Dank. Lieben Dank, Knut. Und du hinterlässt mich mit diesem Rhythmus, vielleicht mit einem Gefühl, dass, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Gefühle hier bei euch so sind, aber doch vielleicht mit sowas auch wie,
puh, da war jetzt schon auch Unwohlsein dabei, da war jetzt schon auch so eine Ambiguität. Also du hast jetzt ja auch am Schluss sehr hervorgehoben, du willst hier ganz eindeutig unterstreichen, dass du hier nicht einen Kahlschlag quasi gegen jegliche aktivistische Tätigkeit, gegen alle, die das eigentlich in den letzten 100 Jahren probiert haben, verfasst hast. Und so habe ich dich ja auch nicht gelesen. Also ich habe dein Buch gelesen, ich habe auch ein paar von deinen Interviews gesehen. Dennoch, und das ist jetzt so quasi diese Spaltung, aber der ich eben nicht verfallen will, weil es soll ja eben nicht nur schwarz-weiß und jetzt hat er gegen was gesprochen und ich muss jetzt reflexhaft irgendwie Angst haben und irgendwie beleidigt mich fühlen und vielleicht sogar noch schlechtes Gewissen haben, dass hier vorher Leute sich mit Aktivismus identifiziert haben und jetzt gerade irgendwie 40 Minuten akustisch eins drüber gezogen haben. So ist es ja nicht gedacht gewesen bei dir. Jetzt trotzdem die Frage. Vieles von dem, was wir gehört haben, war doch eine Aneinanderreihung von kritisch, auch zugespitzten Beobachtungen, historischen Fakten aus den letzten rund 100 Jahren, insbesondere des deutschen Aktivismus oder auch in Österreich. Und du hast dann so Aspekte wie, sei es die Greta Thunberg oder auch davor beim Frauenwahlrecht, also sehr viel Zeit dazwischen, aber bei Kämpfen hervorgehoben, wo du ja die Form, die sie gewählt haben, besprochen hast. Tatsächlich wissen wir ja, dass das Frauenwahlrecht gekommen ist. Und auch, dass viele Leute, die auch sagen, dass was seit 2018 sich die Greta das erste Mal hingesetzt hat und eben Fridays for Futures zu so einer weltweiten Bewegung und morgen eben globaler Klimastreik auch geworden ist, da auch sich einiges getan hat in einer Art und Weise, die ja von diesen Menschen bezweckt war. Es ist ein großes Feld, dieses ganze Thema, der Zweck heiligt die Mittel oder eben nicht. Aber weil doch auf deinem Buch auch die Frage draufsteht, wie viel Aktivismus verträgt eine Gesellschaft, würde ich die Frage schon gerne auch umdrehen, bevor ich dann auch nochmal ins Publikum die Fragen lasse, gerne zu stellen. Aber wie viel Aktivismus braucht denn eigentlich auch eine Gesellschaft? Weil diese Innovationen sind nicht gekommen, weil jemand eben daheim geblieben ist und sich gedacht hat, besser wäre halt schon Wahlrecht, Welt kaputt nicht machen und sowas. Also das wäre eine ebenso legitime Unterzeile des Buches gewesen, aber der Verlag denkt in Verkaufszahlen und eine etwas schärfere Formulierung, wie viel Aktivismus verträgt. Unsere Gesellschaft ist da einfach etwas zugespitzter. Aber ich bin absolut der Meinung, natürlich kann man diese Gegenfrage, die du gerade formuliert hast, genauso stellen, wie viel braucht eine jede Gesellschaft an Aktivismus. Und natürlich ist es unbestreitbar, dass als Initialzündung gesellschaftlichen Wandels Aktivismus unverzichtbar ist. Mhm. Mir kommt es tatsächlich eher nur auf die Kritik von Methoden und Taktiken an und nicht auf das prinzipielle Infragestellen von Aktivismus, überhaupt nicht. Mhm. Apropos Infragestellen oder Fragen stellen, gibt es Kommentare, Rückmeldungen aus dem Publikum, möchte sich jemand zu Wort melden und einbringen. Es gibt ein Mikro, also wer etwas sagen will, kann das gerne signalisieren. Ja, da, rosa Pullover. So, ich habe eben, also eigentlich nicht, schauen wir mal, ob es eine Frage ist, gucken wir mal. Ich habe eben französische Wurzeln und da ist natürlich Aktivismus irgendwie auch sehr wichtig, auch einfach in meiner Familie ist das eigentlich notwendig, jede, alle, also naja. Und da habe ich natürlich, die Gelbwesten waren natürlich so eine Bewegung, die wir auch sehr unterstützt haben. Aber wie immer und wie wir uns selbst kritisieren, ist, dass wir sagen, wir machen uns selbst kaputt. Also wir mobilisieren uns, solidarisieren uns, bewegen etwas und zerstören uns selbst. Im Grunde genommen. Meinst du sowas wie Aktivismus-Burnout oder so eine Art Erschöpfung, die dieser aufreibende Kampf ist? War das so in diese Richtung gedacht? Weil dazu hast du auch was geschrieben ein bisschen, oder? Kann man so sehen. Also die Frage ist natürlich, die Richtung ist auf jeden Fall die Frage. Also welche Richtung geht der Aktivismus dann irgendwann? Weil also so, das war so meistens die Selbstzerstörung, die ich beobachtet habe bei diesen Bewegungen. Oder sich intern zerfleischen. Ja, also es war bei den Gelbwesten war es so, dass sie so unterschiedlich waren, aber eigentlich ähnliche Ziele hatten und sich dann gegenseitig ja auf den Straßen teilweise, also waren Neonazis und Linke, die sich dann einfach gehauen haben und gesagt, verpiss dich von uns. Ja, und die Frage war dann irgendwie so, es war eine lange Frage, weil dann natürlich sich auch eine Person hat dann in einem Interview dann gesagt, ja, wir müssen eine Partei gründen, sonst haben wir gar keine Chance. Mhm. Und da ging es dann wieder um Macht natürlich. Ja, was macht man damit? Also so, was fangen wir jetzt damit an? Wir haben viel erreicht, 200.000 Menschen mobilisieren sich für eine aktivistische Rolle oder ja,
Aber was machen wir damit? Und das hat die Gelbwesten haben es zum Beispiel nicht geschafft. Also wo wir gesagt haben, was machen wir damit? Wohin geht's? Die Frage nach der Parteiengründung von aktivistischen Strömungen, die ist hochinteressant und die beschäftigt die Aktivisten quasi auch von Anfang an. Kurt Hiller, dieser Mann, der sich quasi auch so ein bisschen leitmotivisch durch mein Buch zieht, weil er nun mal sehr lange gelebt hat und auch für den Aktivismus und seine Geschichte im deutschsprachigen Raum sehr wichtig ist, der hat schon in den 10er Jahren laut darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Partei zu gründen. Natürlich eher so eine links aufgestellte Partei und hat sich dann Gedanken gemacht, naja, man könnte ja auch sagen, man kann in eine bis schon existierende Partei gehen und die dann, Originalzitat Kurt Hiller, durchsäuern mit aktivistischen Gedanken und dann quasi irgendwann die Macht übernehmen in dieser Partei. Aber er ist dann wieder davon abgekommen und auch von der eigenen Parteigründungsidee, weil er irgendwie dann festgestellt hat, gerade dieses Moment der Selbstzerfleischung, was Sie beschreiben, das ist halt wirklich leider auch ein Wesensmerkmal vieler aktivistischer Tendenzen immer wieder gewesen, dass ganz schnell ein Punkt erreicht wird, wo es dann nur noch gegeneinander geht und das gemeinsame Ziel vollkommen aus den Augen gerät. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich zu beobachten durch die Jahrzehnte hindurch. Wir kennen es alle, das Beispiel aus Monty Python. Ich werde es jetzt noch nicht mal zitieren, weil ich es eigentlich auch nicht verwenden will, weil es dann oft so ein, auch immer wieder, naja, man kann ja quasi von Menschen, die sich in Bewegungen engagieren, nichts anderes erwarten, als dass sie sich eben auch dann wieder anfangen, gegenseitig zu bekämpfen und nicht mehr den Kampf nach außen. Also irgendwie auch diese Frage, ist es dann der gemeinsame Feind, der eint oder irgendwann dreht sich es nach innen? Da, denke ich, ist auch wirklich die anschließende Podiumsdiskussion der ideale Rahmen, das nochmal auch zu vertiefen. Insgesamt würde ich aber auch mich fragen, weil sonst habe ich ein paar Fragen auch noch, aber gibt es nochmal andere Rückmeldungen? Ja, genau, Jörg Scheller, die Hand schon gehoben, nämlich eben einer unserer Mitdiskutanten dann in der anfolgenden. Ein Mikro an. Also Entschuldigung. Ah ja, die Lena Schilling, genau. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie prädestiniert. Aufstehen. Ich verstehe den Input und ich verstehe auch die Fragestellung. Ich glaube, gerade Menschen, die politisch aktiv sind, kennen die Problemstellen sehr gut und damit setzen wir uns ja viel auseinander. Für mich stellt sich trotzdem die große Frage, wir stehen vor gesellschaftlichen Krisen und wir wollen ja auch als Gesellschaft nicht, dass alles so bleibt, dass die Ungleichverhältnisse so bleiben. Und dementsprechend ist die Frage, wie schaffen wir denn dann den Wandel? Wie schaffen wir die Bewegungen auch voranzuschreiten, die notwendig sind. Also wenn wir jetzt über Feminismus und Frauenwahlrecht reden, war das ja notwendig. Und das sehen wir auch heute. Und jetzt ist die Frage, macht man sich's nicht zu leicht, wenn man über Bewegungen und AktivistInnen schreibt und das analysiert, ohne sich als Teil der Gesellschaft zu sehen, weil wir alle hier ja einen Teil dazu beitragen müssten, in einer Demokratie was zu verändern. Und da frage ich mich, entzieht man sich nicht der Verantwortung ein Stück weit oder inwieweit haben Sie, haben wir alle hier doch Verantwortung für die Gesellschaft und inwieweit werden dies da oben schon richten? Ja, also ich gebe Ihnen absolut recht, ich begreife mich genauso wie Sie als Teil der Gesellschaft. Ich will mich da nicht exkludieren künstlich und sagen, macht ihr mal, ich bin außen vor oder so, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es gibt umgekehrt auch nicht die Verpflichtung zum Aktivismus. Und das ist tatsächlich auch der Subtext, so der in den letzten Jahren immer mitschwingt. Es geht nicht anders, als auf aktivistischem Wege etwas anzustoßen. Ich habe ja schon gerade gesagt, die Initialzündung des Wandels, das ist wichtig, dass da Druck ausgeübt wird von außen auf Parlamente, auf demokratische Systeme, ist gar keine Frage, dass das wichtig ist. Aber das Moment ist dann das Schwierige, oder der schwierige Moment kommt dann, wenn Sie zum Beispiel eine grüne Abgeordnete wie Katrin Henneberger nehmen, im Deutschen Bundestag vertreten seit einem Jahr für die Grüne Partei sitzend und die versucht dann so eine Art von zwei Körper des Königs oder der Königin durchzuexerzieren, indem sie nämlich werktags im Parlament die Lützerath-Sache mitträgt und mitbeschließt und am Wochenende nach Lützerath geht und dagegen demonstriert, dass da dieser Weiler jetzt vernichtet wird. Und das ist in sich widersprüchlich, das muss auch Frau Henneberger anerkennen. Daran sieht man eben, dass das ist so eine der Aporien des Aporismus, des Aktivismus, die mich quasi selber ja auch umtreibt. Ich verstehe auch die Not von Frau Henneberger oder das, was sie womöglich zur eigenen Gewissensberuhigung dazu treibt, eben nach Lützerath dann am Wochenende zu gehen und sich doch den Demonstranten und Demonstrantinnen wieder anzuschließen. Aber also konsistent ist das nicht besonders, kann man nicht sagen. Vielleicht ist auch da der Spielraum ein größerer und nicht nur die eine Parteilinie.
Jörg Scheller, wir sind so in den letzten 3 Minuten unseres ersten Beitrags zum heutigen Festival, aber ich glaube, ja, da war doch noch ein Kommentar mit Mikro, bitte. Jetzt dann? Ja. Ja. Danke. Ja, Sie hatten sich ja sehr stark auf die aufmerksamkeitsökonomisch wirksamen Formen von Aktivismus konzentriert, in einer Art Methodenkritik. Und man könnte jetzt dann aber den Blick ein bisschen schweifen lassen und sich auf die nicht aufmerksamkeitsökonomischen Formen fokussieren. Die gibt es ja auch. Also es gibt eine lange Tradition der Aktivismen, die eben versuchen, sich nicht dem Sichtbarkeitsdogma unterzuordnen. Das ist eine alte Diskussion in der anarchistischen Bewegung. Oder es gibt auch bei Occupy-Strömungen, die sagen, wir versuchen unterhalb dieser Schwelle der Aufmerksamkeitsökonomie eben aktiv zu werden. Würden Sie sagen, dass das, also im Sinne einer Methodenkritik, dann besser wäre, um es ein bisschen platt zu formulieren, vielversprechender, nachhaltiger, also sagen, nicht einzusteigen auf diese eben kapitalistisch durchtränkten aufmerksamkeitsökonomischen Taktungen? Also natürlich ist diese Form von Aktivismus, die Sie beschreiben, die dann weniger darauf zieht, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, absolut ehrenwert. Genauso wie der andere Teil des Aktivismus, der eben stark mit diesen aufmerksamkeitsökonomischen Gesetzen arbeitet. Aber ich glaube, ohne die geht es kaum mehr heutzutage. Man muss das schon irgendwie schaffen, auf sich aufmerksam zu machen. Mir geht es eher darum, dass der Aktivismus quasi wirklich, so prominent er heutzutage vertreten ist und so präsent er ist, lernen muss, eine gewisse Kritikfähigkeit auszuhalten. Und das stelle ich immer wieder fest, dass sobald man quasi auch bei der Buchvorstellung, wenn ich damit so durch die Lande ziehe, ganz schnell so in eine Ecke gestellt wird nach dem Motto, du magst Aktivismus nicht oder sowas. Man muss es schon aushalten, finde ich, der Aktivismus, so groß, wie er mittlerweile ist, dass man ihm dies und jenes auch ankreidet. Und ich muss immer daran denken, Karl Raymond Popper hat mal in Die offene Gesellschaft und ihre Feinde geschrieben, es gibt eben diesen Typus des grimmigen Aktivisten. Und der begegnen wir heutzutage eben doch auch sehr oft, muss ich sagen, der eben nicht so besonders kritikfähig ist und der besonders humorfähig leider auch nicht ist. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ja klar, wir wissen alle, wie schlecht es um den Zustand unseres Planeten bestellt ist, aber trotzdem komplett auf das Lachen verzichten möchte ich in diesem Fall dann auch nicht. Also das gehört eben auch dazu. Und das ist eine Art von, ich nenne es jetzt mal etwas platt, liberaler Aktivismus, der eben Kritik auch aushält und damit umzugehen weiß und nicht gleich jemanden als Opponent begreift, obwohl er ja eigentlich sympathisiert mit den Zielen der Bewegung, nur eben die Methoden und Taktiken kritisiert. Ich bedanke mich herzlich bei Knut Kortzen. Vielen Dank.